Hier kommt noch eine Airtime. Ach so, oh. Das passt ja dann gar nicht. Okay, müssen wir ändern. Ach so, dann kann ich den Eingang gar nicht bauen, wenn da ein Stück fehlt. Ah. Dann machen wir das einfach so hier. Dann kommt das einfach einen später raus und dann passt das. So, bei 1400 Besuchen durch 3 Jahren müssen wir dann... Wie war das? Was müssen wir dann im Oktober hier mindestens haben? Und 1400 durch 3... Oh, jetzt weiß ich das nicht. Was war das? 550? Das heißt, wir müssen am Ende des Jahres 932 haben, damit wir dann ungefähr das haben, also damit das dann passt, so ungefähr von so und so viel Besucherzuwachs pro Jahr. Sieht im Moment ganz gut aus, weil fehlen nur noch 50 Gäste. Oh, warte mal, kann ich jetzt überhaupt da... Passt auch der Eingang dorthin an die Stelle? Achso, das geht nicht. Ah. Na gut, wir könnten natürlich auch... einfach so machen, dann ist der Hucke halt dort vorne. Und dann einfach Kreisverkehr. Und dadurch, dass es ja so ein bisschen lächerlich ist, ist es auch eine eher preiswertere Attraktion. So 900, das heißt, wir brauchen noch 500. Und die müssen natürlich auch bis zum Schluss im Park bleiben. Das ist die Voraussetzung. So, eröffnen mit einem Card. Ja, das ist natürlich ein bisschen lächerlich mit einem Card, aber nützt ja nichts. Und damit da keiner auf die Strecke rennt, auch hier einen Sicherheitszaun drum. Ach so, der. Ich will eigentlich den anderen nehmen. Na gut, der geht auch. Und hier ist er dann durch die Golfbahn abgesperrt. Ich mach trotzdem mal lieber den hier. So. 911 Besucher. Wir können jetzt theoretisch unsere Schulden zurückbezahlen. Als nächstes kommt die Bob-Achterbahn. Na, die wollte ich eigentlich jetzt nicht bauen, sag ich mal so. Gut, können wir ja speichern. Es kommen Ruderboote, machen wir auch kostenlos. Zack. Gewinn mache ich ja trotzdem. Trotz dieser Niedrigpreispolitik aktuell. Rutsch die Flutsch kommen auch kostenlos. Wasserrutsche 13 Minuten Wartezeit. Auch Bonanza hat Wartezeit. Was ist denn da plötzlich los? Dass ein Bonanza eine Wartezeit hat. Liegt das jetzt daran, dass es regnet?
oder was ist hier los? So, kommen noch 12, 13 Besucher. Dann haben wir den Durchschnitt, den wir in dem Jahr brauchen, geschafft. Als letztes kam die Bob-Achterbahn. Ob man sowas mal baut, aber da hatten wir ja das Problem, dass mit den Werten ja so blöd war. So, Schulden können wir erstmal zurückbezahlen, komplett. Zack. Ich würde das hier noch so ein bisschen themen, hier so mit, hier ist ein bisschen Matsch um die Bahn. Weil das sind manchmal falsch abgebogen und haben sie ein bisschen durch den Dreck gefahren. Daher sieht das dann hier so aus, wie das hier so ein bisschen, dass es hier aus der Kurve rausgetragen hat. Und dahinter kommt dann halt, also jetzt natürlich der Zaun dort ein bisschen unrealistisch. Und deshalb ist auch hier ein Kiesbett. Aber das haben sie halt umgebaut, dass halt jetzt der Zaun hier direkt da vorne steht. Weil das früher mal eine richtige Rennstrecke war und jetzt ist es halt auf Go-Kart umgebaut worden. Daher sind hier noch so ein bisschen Überreste von der Strecke natürlich zu sehen. So, die Informationsstände, die müssen doch jetzt ertragstechnisch explodiert sein. Ja, 11.000 hat er gemacht. Einfach nur durch die Regenschirme. Geil. Einfach nur geil. Ach, hier habe ich auch noch viel Platz. Man könnte natürlich auch eine Fertigbobbahn bauen. Mini-Bob, die sieht aus wie... Naja, wisst schon. Auf dem Bild. Bobbahn, wie gesagt, da bin ich noch nie so gut gewesen. Das ist ja wie dieser andere hier, Kurvenfliegen oder so. Das ist ja auch so ein Mist. Ja, ich will den Preis nicht erhöhen. Aufregende Attraktion kommt, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich kann hier trotzdem schon ein bisschen was planieren. Boah, Leute. Hallo. Bleib doch mal hier, bitte. Danke. Nochmal 40 Besucher. Es wäre cool, wenn wir die 1000 noch schaffen würden in diesem Jahr. Da muss man noch mehr abreißen, dann weiß man auch nicht, ob das überhaupt so passt. So hinpasst vom Gelände her nicht, dass man wieder so riesen Dinger hat. So eine Holzachterbahn wäre natürlich auch noch cool. Speed Crew ist schon wieder defekt. Was ist denn das? So, den Sollwert für die Besucher im Jahr 2 haben wir jetzt schon geknackt. Das mussten ja 933 oder so sein. Jetzt sind wir schon bei fast bei 1000. Bei 950 sind wir jetzt. So, was kommt jetzt? Ein Rotodrop. Oh, das ist auch was Feines. Holzachterbahn sollte man vielleicht auch nochmal in Erwägung ziehen, aber erstmal kommt der Rotodrop dran. Wo wäre denn für den noch ein bisschen Platz hinten in der Action-Ecke? Ich kann auch hinten rum anbinden. Ah. Oh, das mit dem Rechtsklick, das ist doch echt nervig.
Was ist denn hier los? Komm, direkt kostenlos. Die ganzen Achterbahnen und populären Attraktionen müssen hier ein bisschen Geld reinbringen. Hier ist auch schon 4 Mark zu viel. Wird radikal gesenkt auf 2 Mark. Einfach nur, damit die Leute durch diesen guten... durch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis angezogen werden in den Park. Wir machen trotzdem Kohle, ne? Einfach nur dadurch, dass wir hier Preise senken und mehr Leute reinkommen, wird sozusagen über die Masse das Geld verdient. So, Rotodrop kommt. Wieso bestimmt über die verschmutzten Wege? Hier hinten. Was ist denn da los? Ja, das ist wirklich eklig. Warum müssen die da plötzlich so, randaliert haben wir dort auch schon wieder. Habe ich da nicht jemanden zugewiesen, der hier langläuft? Nee. Dann mache ich das doch mal. Schnell noch die kaputten Mülleimer hier reparieren. Ja, dazu verfügbar Rotodrop, Sorbetec gebaut. Ja, ist natürlich. Muss ich das wohl hier planieren? Die Kante noch so ein bisschen schön. Dass es so aussieht, als müsste es so sein.